willkommen. Da bin ich mal wieder. Ja, es hat einige Zeit gedauert, habe ich festgestellt. Und ich fange auch nicht mit den alten Geschichten an, sondern sage erstmal schön, dass du wieder da bist. Und wenn du neu hier bist, dann darf ich dir kurz erzählen, dass du hier auf dem Kanal Shania M. bei Michaele gelandet bist. Shania M. ist mein Designlabel und Michaele mein Name. Und hier in dieser Ausgabe, in diesem Video, berichte ich mal wieder über alles rund um Wolle und Co. Also was ich so in den letzten Zeit genadelt habe, gehäkelt, gestrickt, genäht nicht, gehäkelt und gestrickt. Ja, ich gucke gerade rum, genau, so ist es. Ja, und eventuell hin und wieder mal, weil ich sehr gerne erzähle, auch mal, was so rundum bei mir los ist. So, von wegen lange Zeit vergangen, da wollte ich ja jetzt schon mal einen großen Bogen drum machen, weil das ist immer so eine Sache, zu erklären, sich zu erklären, warum es nun nicht eher möglich war. Gewollt habe ich oft, gekonnt, hast du gemerkt, nie. Ja, jetzt aber endlich mal wieder. Und ob ich mir nun da heute den richtigen Tag ausgesucht habe, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich mache es jetzt einfach mal so weit, wie ich komme. Denn hier bei uns zieht gerade schon wieder so eine richtige Schöbe heran. Mal gucken, was dann kommt. Ja, das ist auch so ein Thema, ne? Aber es hat nichts mit Wolle und Co. zu tun, sondern einfach dieses Drumherum-Leben, was wir hier alle haben, wo uns ja dann das sogenannte Leben auch immer mal wieder einholt. Oder eben heute gerade mal die Hitze. Letzte Woche habe ich gefroren, da habe ich hier gesessen mit langem Pullover, mit Strickjacke, mit dicken, selbstgestrickten Socken. Und habe mir gegen Abend sogar immer noch mein Körnerkissen geholt, Decke drüber. Also das war, naja, vielleicht haben es einige, vielleicht hast auch du es so miterlebt. Wir hatten dann tagsüber höchstens 15, 16 Grad, in der Nacht 9. Und seit gestern ist das hier wieder, wie wir es davor ja schon einmal hatten, wieder in die Höhe explodiert. Wir hatten also gestern hier schon wieder 35 Grad und in unserem alten Häuschen, was ich ja sehr schätze und was im Winter ja auch sehr schön warm dann hält durch diese Lehm- und Strohfüllungen, die wir hier in den Wänden zwischen den alten Balken haben, weil es ursprünglich eben, ja nicht ursprünglich, es ist eben ein Fachwerkhaus. Bis auf den neu gebauten Teil, den wir hinten dran haben. Da ist es dann auch im Winter spürbar kühler. Da ist es auch im Sommer ein klein wenig frischer, obwohl ja im Sommer staut sich hier oben bei uns eben die Hitze. Ne? Und da ist es unten auf dem Flur und in der unteren Wohnung sehr viel kühler. Ja, so ist das halt. Ne? Wir haben da so alle unser Themen mit. Ja, und jetzt rede ich schon wieder so viel und bin überhaupt nicht bei den Handarbeiten. Dann kommen auch so andere Dinge dazwischen, Gesundheit und ja, nur kurz am Rande noch erwähnt, nach über 15 Jahren, fast 15,5 Jahren haben wir uns dann doch in der Zwischenzeit, weil es ja viel wissen, dass wir hier mit Hund gelebt haben, unsere Emi, unser Golden Retriever Mädchen gehen lassen müssen. Da waren wir alle sehr, sehr traurig. Das kommt auch tatsächlich heute immer noch mal wieder. Und ja, so kam dann wieder mal eins zum anderen. Und wie gesagt, nun heute habe ich gedacht, es ist draußen nicht auszuhalten. Was willst du? Und putzen? Ich habe nicht schon wieder die... Naja, gut, lassen wir es mal so stehen. Jedenfalls wollte ich jetzt die Gelegenheit nutzen. Ich freue mich, dass du da bist und vielleicht hast du einen Moment Zeit und machst es dir gemütlich und schaust dir gerne dieses Video an, in dem ich nun, wie gesagt, erstmal von meinen, nicht erstmal, sondern hauptsächlich eben von meinen Handarbeiten berichten möchte. Ich hoffe auch, dass das nicht zu viele Hintergrundgeräusche gibt. Bei uns wird tatsächlich hier rund ums Haus überall gebaut. Einmal direkt gerade rüber, wenn ich so mal sage, dann geht von meinem kleinen Zimmer hier der Balkon
auf einen Brink und oben drüber entsteht, also ist schon ein Neubaugebiet, das wird jetzt erweitert, da wird eine große Straße gebaut, beim Nachbarn nebenan, beim Nachbarn hinten hinter, zwei Häuser weiter. Also es wird überall gebaut und renoviert und gemacht und getan. Ja, so ein paar Renovierungsarbeiten haben wir hier auch im Haus. Da sind wir allerdings mittlerweile so, dass wir uns eben auch die Zeit nehmen und gucken und sehen, wie wir es schaffen können. Hof und Garten will ja auch noch so ein bisschen betüddelt werden. Ja, so ist das. Jetzt gucke ich gerade so raus. Es ist dunkel geworden. Aber ich sehe erstmal meine Blumen und das ist auch schön. Und nun schweife ich schon wieder ab. Und wenn du mir hier länger folgst, kennst du das schon. Ne? Bei mir will immer dann, wenn ich dann anfange zu reden, das habe ich ja auch nicht so häufig. Ich könnte es ja wieder mal machen. Ja, ist so. Ne? Dann sprudelt da so viel aus mir raus. Aber nun endgültig zu den Handarbeiten. Also, ich bin ja immer noch, hier siehst du vielleicht schon ein klein wenig, im Granny-Fieber. Das hat mich ja im letzten Jahr im Sommer, also ich meine, das wäre auch, doch, das war Anfang Juli, da habe ich ja hier mit diesen großen Schätzeleien begonnen, mit meiner Lebensjahr-Temperaturdecke. Sie ist in der Zwischenzeit fertig und wenn du darüber, die wiegt ordentlich, die wiegt weit über 2 Kilo, die ist also riesengroß für ein sehr, sehr großes Sofa oder auch für 2 Personen zum drunter, ne? Drüber oder drunter ist ganz egal, also die ist riesig. Und wenn du da, wie gesagt, jetzt noch mehr wissen möchtest, das habe ich ja mit vielen, vielen Videos die Geschichte erzählt, die Entstehung und die Fortschritte und also viele Videos hier auf meinem Kanal zu finden. Ich habe mir vorgenommen, und das werde ich auch tun, ich verlinke das hier unter diesem Video in der Beschreibung. Ne? Da findest du Punkt, 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 Mehr steht da irgendwo. Wenn du da auf das Mehr klickst, dann geht dieses Fenster auf und da verlinke ich die alle. Denn da möchte ich nun nicht nochmal so sehr viel drüber erzählen. Ich wollte nur eben sagen, also sie ist fertig. Sie ist riesengroß. Sie ist sehr schön warm. Und ich habe dieses Riesenprojekt tatsächlich fertigstellen können. Also, das ist ja immer so ein, ja, kann ich jetzt sagen, Phänomen oder mein Thema. Oder auf jeden Fall spüre ich es häufiger mal, dass ich mit Begeisterung etwas anfange. Und am liebsten würde ich ja zig Teile, 10, 20, 100 Teile immer zu Beginn, weil ich so viele Ideen habe und was ich noch kennenlernen möchte und ausprobieren möchte und, und. Und ich mag aber auf der anderen Seite auch nicht hier 20 UFOs liegen haben. Das bringt mich dann wieder so in diese Bedrängnis, oh, da liegt noch so viel und du musst das fertig machen. Dann mache ich mir schon wieder diesen Druck, der ja auch, ne, nicht gerade das Nonplusultra ist, sage ich jetzt so mal. Ja, und weil mir ja auch ständig neue Ideen kommen, dann gerate ich da manches Mal so hin, dass ich zu Anfang sehr, sehr zügig bin und nach hinten zieht sich das und zieht sich das. Ja, ich lege erstmal die Decke runter, weil das ist mir jetzt absolut zu warm. Zu warm, ja. Und zieht sich das, komme ich auch gleich nochmal drauf. Als danach hatte ich von dieser Decke, das habe ich auch schon in einem gesonderten Video erzählt und das verlinke ich dann auch gerne wieder hier für dich drunter, wenn du reinschauen magst, noch Wollreste, die ich gerne umsetzen wollte. Wieder hinpacken, dann liegen die mir da wieder noch in 10 Jahren und naja, es ist eben auch so ein Thema. Ne? Ich möchte halt auch noch neue Wolle ausprobieren und kennenlernen. Und was mache ich mit den Resten? Also habe ich mich entschlossen, dass ich eine Babydecke fertige. Und weil ich, wie gesagt, ja so im Granny-Fieber war und bin, habe ich dann mal ganz bunt aneinander und von diesem Hellbeige hatte ich noch sehr, sehr viel Wolle. Da habe ich auch immer noch sehr, sehr viel Wolle.
Jedenfalls habe ich dann auf 80 x 80 cm eine Babydecke gefertigt und die dann umhäkelt mit so einem kleinen Rand. Und die geht nun in eine Spendenaktion. Das funktionierte und flutschte mir auch sehr gut von der Hand. Also nicht, dass ich mir damit Stress mache, sondern ja, es ging recht zügig. Dann hatte ich immer noch Wolle über. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wird es eben noch eine zweite Granny-Decke. Und auch von der habe ich in diesem besagten, schon veröffentlichten Video schon erzählt. Habe ich dann diese Grannys gehäkelt und habe mir da tatsächlich vorher ein bisschen einen Plan gemacht, tatsächlich auch aufgezeichnet und gewogen meine Reste, so dass ich eben, wo ich nur noch einen glitzekleinen Rest hatte, habe ich dann, mal gucken, ist das jetzt auch die Farbe? Die kommt nicht nochmal drin vor. Genau, da habe ich dann nur ein Granny von gehäkelt und das kam in die Ecke. Und so habe ich auch angefangen. Stimmt, erinnere ich mich jetzt. Und dann hatte ich hiervon, da kamen gerade noch zwei raus, dann drei. Und so habe ich das tatsächlich diagonal gearbeitet und habe die also fertiggestellt. Die ist auch 80 x 80 cm und auch mit dem Rand der ersten Decke. Die geht also auch als Babydecke in die Spendenaktion, wenn sie denn jetzt mal als nächstes mit fertig wird. Tatsächlich liegt die hier schon, das ist dieser Aufhänger von gerade eben, ne, dass es sich dann mal nach hinten raus so zieht, liegt die hier und ich denke immer, jetzt film doch endlich, jetzt mach doch endlich, damit die Decke fertig wird. Und dann kommt das nächste Projekt und der nächste Gedanke und der nächste Wunsch. Und das mache ich ja auch alles gern. Oder es kommen die berühmten Zeiten, wo nichts geht. Gut, dann ist es jetzt so. Ich kann es ja auch nicht ändern, ne? Also ich sage immer, ich kann mich ja, ich bemühe mich, aktiv zu bleiben, weil ich weiß, mit dieser Geschichte, mit dieser Krankheitsgeschichte halt, kann es sehr schnell auch dahin führen, dass auch Bewegungseinschränkungen kommen. Und natürlich merke ich sie auch. Irgendwie bin ich ein bisschen schief hier, aber das bin ich auch, das weiß ich. Ist ein anderes Thema eben auch, ne? Hängt da alles ja mit zusammen. So, auf der anderen Seite soll, so wurde mir eben gesagt, man sich mit dieser Diagnose auch nicht überanstrengen, auch seine Ruhepausen einlegen. Und wenn meine Knochen nun eben mal die Arme und die Augen und alles nicht will, ja, dann lege ich Pause ein. Und dann kann das, wie gesagt, passieren, dass ich Decke schön zusammennehme und sage, okay, ist jetzt gerade mal nicht. Dann packe ich das jetzt mal vorsichtig, ordentlich mit meinem Knöchelwolle an die Seite. Und die liegt jetzt hier eben schon eine ganze Weile und wartet drauf, weil ich mir zu diesem Video, was ich schon veröffentlicht habe, halt nun in mein Köpfchen gesetzt habe, dass ich da noch Teil 2 filmen möchte, um nämlich zu zeigen, falls du Interesse hast, wie ich diesen Rand hier rundherum häkel. Und deshalb hängt jetzt mein Faden nämlich genau hier. Genau hier. Und da fehlt mir jetzt nur noch, da ist die Kante schon drum, hier ist sie auch schon drum. Also es fehlt mir jetzt nur noch diese obere Kante. Ja, und wie gesagt, das sollte nun noch verfilmt werden. Und dann ist die Decke fertig. Also, lassen wir uns mal überraschen, wie mich das so überkommt. Wie gesagt, manchmal ganz schnell und manchmal dauert es eben. Und was ich ja jetzt innerhalb dieses letzten Monates, des, naja, sag ich mal so letzten Jahres gemerkt habe,
Pläne machen und sagen, dann mache ich das und dann mache ich das. Das funktioniert bei mir absolut überhaupt nicht mehr. Und deshalb verabschiede ich mich da immer mehr von und sage, ja, dann kommt's, wenn es kommt. Das ist wohl jetzt eine neue Lebenslern, nicht Lebensaufgabe, mein neuer Lernprozess, sage ich mal. Ja, so. Also, zwei fertige Teile habe ich gezeigt. Ein quasi Halb-UFO, was hier auf Vervollständigung und Fertigstellung wartet. Ja, alles Grannys, lauter, lauter viele Grannys. Es gibt auch noch ein bisschen was anderes, obwohl ich bleibe noch mal bei den Grannys. Hinter mir liegt auch eine Decke. Und ja, jetzt sitze ich da mit meinem Poppes drauf. So, und die hole ich jetzt mal ein bisschen näher ran, weil so auf die Entfernung mit dem Beige und dem Rosa sieht man das wohl vielleicht doch nicht so sehr. So, da habe ich Grannys gehäkelt. Ich habe diese wunderschöne Wolle geschenkt bekommen. Und herzlichen Dank, du Liebe. Wenn du das hier siehst, sehen solltest, dann sei gegrüßt und du siehst, ich habe allerlei gehäkelt. Ich habe begonnen, nein, ich sage jetzt mal so. Diese Decke ist entstanden auf einen Wunsch hin einer lieben Person, die sich solch eine Decke mit dem Maßen 20, 40, 60, 80 mal, ich glaube einen Meter, 2, 4, 6, ja, 80 mal einen Meter gewünscht hat. Und zwar haben wir überlegt, Grannys gehäkelt sollten es sein aus dieser rosa Wolle. Und dann kam aber dieses, ach, vielleicht kann da ja noch was anderes kommen. Dann kamen wir auf dieses Granny-Muster. Ich hatte noch ein wenig gelbe Restwolle, das ist eine reine Baumwolle. Und bei der lieben Wollgarbe war auch dieses Weiß dabei. Das ist die Finesse-Wolle, die über Wuhlhaus erhältlich ist. Die ist wunderschön und diese Decke habe ich schon gewaschen. Die ist so herrlich, also wirklich lässt sich gut häkeln, habe ich mit einer Dreiernadel gearbeitet. Und dann hatten wir jedenfalls, habe ich ausgerechnet, wie weit komme ich mit einem Knoll weiß, wie viel Grannys kann ich davon häkeln. Und das kam genau hin, dass ich hier auf der Seite habe ich also 8, weil es gibt dann je 10 cm in ein Granny. Und auf der längeren Seite habe ich halt 10. Und dann war genau die weiße Wolle eben aufgebraucht, so dass ich rundherum diese Blumengrannys habe. Und in der Mitte habe ich dann eben nur in dem Rosefton gehäkelt und habe mir das natürlich angepasst, dass das Muster eben identisch ist, aber eben eine andere Optik gibt. Die habe ich zusammengehäkelt. Auf der linken Seite. Ich kann auch mal die linke Seite zeigen. Moment. So, das ist die linke Seite. Ja, da sieht man vielleicht, hoffe ich, denke ich, die Nähte ein wenig. Und die liegen ganz eben plan. Also da ist keine dicke Wulst. Auch das erkläre ich in diesem Video, wie ich das gefertigt habe. Also mir gefällt das sehr gut. Rundherum habe ich, jetzt will ich aber euch hier gerne wieder die rechte Seite zeigen. So, rundherum habe ich dann eine Reihe, eine Runde. Habe ich? Ja, eine Runde. Jetzt muss ich selber gucken, habe ich schon wieder vergessen. Eine Runde feste Maschen gehäkelt und dann eine Mäusezähnchenkante.
Und auch, wie man diese Mäusezähnchen häkeln kann. Wenn du das gerne wissen und sehen möchtest, auch darüber gibt es hier auf meinem Kanal ein Video. Auch das verlinke ich gerne wieder hier unten drunter. So, dann. Nein, jetzt habe ich eins habe ich etwas falsch gesagt. Also ich hatte mir ausgerechnet, wie weit das Weiß reicht. Ich hatte von dem Weiß nachher noch einen kleinen Rest. Ich wusste aber, dass ich hier jetzt nicht unbedingt und ich wollte auch in der Mitte dann die schlichten, die unifarbenen, roséfarbenen haben. Allerdings hatte ich doch noch einen kleinen Rest überbehalten. Also das durfte ich jetzt mal korrigieren. Und von dem Rosa, von der rosa Finesse-Wolle war noch sehr viel Wolle übrig. Ja, und dann habe ich überlegt und habe gefragt, ob denn noch ein Teilchen zu der Decke gewünscht wäre. Ja, was können wir denn machen? So, und dann kam die Idee, dazu passend, ein Kissen, eine Kissenhülle. Und da musste ich jetzt wieder so ein bisschen wiegen und rechnen. Meine Wolle reichte noch für 8 Grannys mit dem Weiß. Auch das Gelb. Von dem Gelb hatte ich noch mehr. Da hatte ich noch überbehalten. Und wieder aufgefüllt mit dem Rosé und auch die Rückseite. Das sind immer 4 mal 4 Grannys für eine Seite. So dass das Kissen jetzt 40 mal 40 cm groß ist, halt diese übliche Größe. Und ich habe hier unten eine Reihe Grannys mehr gehäkelt, also 4 Grannys mehr, damit ich hier einen festeren Boden reinbekomme. Also da sieht man das. Und wenn ich das hier als Hotelverschluss offen gelassen hätte, dann wäre mir das immer irgendwo aufgeschwappt. Da hätte ich jetzt dann noch mal 4 Grannys mehr reinhäkeln können und mich aber anders entschieden, weil mittlerweile das nächste Projekt im Kopf durchgeplant wurde beim Häkeln noch. Also Grannys häkeln ist eben so eine Tätigkeit für mich. Also das ist nichts Großes. Da kann ich mal anfangen, das kann ich hinlegen, das kann ich wieder aufgreifen, ohne groß nachdenken zu müssen. Wo bin ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Wie ist das Muster? Das hab ich dann eben schnell drin. Ja. So, nun entstand das nächste Mal. Deshalb entschied ich mich jetzt, ich lasse das bei einer Reihe, damit das mir aber nicht aufklappt. Und das ist so der einzige Haken für mich. Obwohl mir jetzt schon gesagt wurde, spielt keine Rolle, weil man sieht es nicht. Weil ich habe mich dann entschieden, ich bringe da ein paar Druckknöpfe an. Allerdings sind die schwarz. Ja, so. Wenn ich die allerdings geschlossen habe, ja, bin ich da jetzt wieder zu eigen oder was? Also es funktioniert ja. Von daher bin ich auch zufrieden und man sieht es ja auch nachher nicht. Ne? Ich meine, wenn ich das Kissen so hinstelle, sehe ich das nicht. Selbst wenn ich es so rum hinstelle, sieht man es. Sieht man es? Wenn man es jetzt weiß, sieht man es. So. Ja. Ja, das war also das nächste Projekt. Und wie ich eben schon sagte, in der Zeit, wo das Kissen entstand, reifte der nächste Plan. Oh, da habe ich hier einen Teil in meiner Dose. Ich zeige mal, was ich hier in meiner Dose habe. Das ist jetzt der absolute Rest. Hier sind noch ein paar kleine. Und mittlerweile ist auch mein Gelbrest aufgehäkelt. Und in dieser freudigen Wollüberraschung Geschenk waren noch 2 Knäule von der cremefarbenen Finesse mit dabei. Ich halte mal hier weiß und da das Creme. Ja, also so ein kleiner hellerer Ton. Und
Da ist mir jetzt der kleine Rest noch übrig geblieben. Damit kann ich jetzt gut leben, weil dann ist die Wolle gut aufgebraucht. Hier liegen noch genau 14 kleine Blüten, die noch zu einem Gränge gehäkelt werden wollen. Und da habe ich auch genau ausgerechnet, dass diese Wolle reicht. Die Frage ist nur, ob die dann noch reicht, um die Decke einmal noch zu umhäkeln. Also heißt es jetzt Daumen drücken, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich jetzt dadurch diesen Flutsch bekommen habe, möglichst schnell fertig zu werden mit meinen, ne, hier Grannies, damit ich endlich weiß, ob die Wolle reicht. Und ich zeige mal, dadurch, dass von der cremefarbenen zwei Knäulchen über waren, muss erst rechte Seite gucken, kann nämlich tatsächlich, und so viel rosa Wolle war dabei, kann nämlich noch eine Decke entstehen. So. Und dann ist diese Decke nachher 70 mal 1 Meter. Das sollten auch tatsächlich so kleinere sein. Und wie du hier ja eben sehen konntest, sind die alle mit den Blüten gehäkelt und natürlich wieder auf links zusammengehäkelt. Das ist jetzt so für mich die einfachste Art, weil wie gesagt, no, da gibt es keine Wulst und nichts. Und hier hängen natürlich jetzt tatsächlich auch noch ein paar Fäden. Meine Angewohnheit ist es ja bei diesen Grannies, weil viele scheuen sich ja vor den vielen Fäden, die dann vernäht werden dürfen, sprich müssen. Ich häkel so gut es geht Fäden ein. Und deshalb hängen diese zum Beispiel eben auch noch. Denn ich beabsichtige ja eine Kante drumherum zu häkeln und da möchte ich die halt gleich wieder mit einhäkeln. Dann muss ich kaum was vernähen. Ich beginne hier mit der Blüte immer um einen Fadenring und da habe ich es mir tatsächlich zur Angewohnheit gemacht, dass ich den Fadenring nachher von links zusammenziehe und einmal richtig vernähe, damit sich von der Mitte her nichts auflöst. Setze ich dann die cremefarbene Wolle an, habe ich ja einen Knoten. Und den Anfangsfaden, den häkel ich gleich wieder in der Runde mit rein. Dadurch, dass ich ja mit einem Knoten beginne und ansetze mit einer Kettmasche, dann ist das ja gesichert. Da kann sich also nichts dran auflösen. Und ich ende halt auch immer mit einer Kettmasche, kann sich auch nichts auflösen, von daher kann ich es auch wunderbar wieder mit einhäkeln. So, nun habe ich hier so in der Länge, Breite 70, also 7 Grannies, was die 70 Zentimeter geben. Und da kommen jetzt noch zwei Streifen dran, dann habe ich halt in der Länge die 10. Stimmt gar nicht, da habe ich nicht in der Länge 10, da habe ich in der Länge 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9. Also 70 mal 90 wird die Decke nur. Ich möchte es auch richtig sagen, wenn es mir doch jetzt gerade noch auffällt. Mehr wurde es dann nicht. Aber es ist ja besprochen, die Dame freut sich drauf. Und dann möchte ich das jetzt eben auch mit als nächstes fertigstellen. Ne? Kommt hier mit auf den Stapel zu der Babydecke. Ja, dann habe ich ein wenig gestrickt. Gestrickt, ein wenig. Immer mal ein bisschen. Einige Teile kann ich leider gar nicht zeigen. Muss ich mal überlegen. Ein Tuch liegt dort, das ist fast fertig. Ein Tuch ist am Wochenende auf Reisen gegangen, ist schon angekommen. Ein Tuch liegt fertig hier drunter. Also habe ich in der Zwischenzeit
drei Tücher gestrickt. Und die kann ich noch nicht zeigen. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du vielleicht gleich wieder warum. Das sind Teststricks, beziehungsweise das, was auf Reise gegangen ist, ist ein Modell. Und die darf ich halt erst wieder zeigen bei Veröffentlichung. Ja, ich durfte wieder für die liebe Susanne Oswald nadeln. Beziehungsweise, es war, jetzt rede ich irgendwie gerade Blödsinn. Ich habe gerade einen Faden verloren. Doch, ich durfte wieder nadeln für sie oder nach ihren Anleitungen eben einen Teststrick und ihr ein Feedback geben. Und das darf ich natürlich erst zeigen, wenn die Bücher in den Handel kommen, wenn sie veröffentlicht werden. Und da kann ich berichten, das geht in den nächsten Wochen so richtig los. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das dann zeigen darf. Und dann lasse ich dann dich, euch hier hoffentlich auch nicht wieder so lange warten. Ja, drückt mir die Daumen, alles wird gut. Ja, und ich habe noch ein wunderschönes Geschenk erhalten in der Zwischenzeit. Und da sind mir ja... Bei der Wolle war ich auch sehr, sehr berührt und bin auch nach wie vor sehr dankbar, weil da ja nun in meinen Augen wirklich was Schönes draus entsteht. Ich dann wieder noch jemanden mit diesen fertigen Teilen glücklich machen kann. Aber bei diesem, was ich euch jetzt zeigen möchte, da wusste ich nichts von. Ich habe irgendwann im Gespräch mal erwähnt, ich würde mir so etwas schon gerne nochmal zulegen. Oder auch eben erwerben, wenn die Möglichkeit da sich ergibt. Natürlich kann man im Handel alles kaufen, aber es war eben eine spezielle Sache, weil eben handgefertigt. Ja, und dann gingen so ein paar Wochen ins Land und auf einmal kam unangekündigt ein Paket. Und ich öffne das und mir flossen die Tränen. Also ich war da so berührt, dass jemand da so an mich denkt und sich so viel Absprachen und Mühen macht. Und ich handarbeite, von daher weiß ich, jede Handarbeit, egal was draus entsteht, weil es gibt ja nicht nur die Handarbeit des Häkelns, des Strickens, des Nähens, des Stickens, keine Ahnung. Es gibt ja so viele andere Handarbeiten. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Und da hat es mich echt ein bisschen umgehauen. Da musste ich auch gleich ans Telefon und ja, mich eben so bedanken, weil ich mich so gefreut habe. Und um was geht es? Also in meinem Leben, in meinem Handarbeitsleben begleitet mich seit, also ich sag mal 30 Jahren, dieser Wollabwickler. Ist immer sehr praktisch, wenn ich dann solch ein Knäuel oder ein 50 Gramm Donut oder wie auch immer habe. Ne? Also so ein gewickeltes natürlich nicht, aber das kommt dann eben mal in Körbchen. Und der, weiß ich noch genau, den habe ich mir mal auf einem Kunsthandwerkermarkt gekauft. Und den liebe ich und habe ihn fast ständig, ich rede ein Deutsch. Im Gebrauch. So, und um was geht es nun? Ich stricke ja auch gerne zweifädig oder auch dreifädig, aber erstmal geht es mir ums Zweifädige. Und jetzt zeige ich euch mal dieses schöne Teil. Und das ist auch schon bestückt. Ja, da hat es mich schier umgehauen, weil ich nämlich genau weiß, dass das aus einer Handarbeit entstanden ist. Also da ist nichts maschinell irgendwie, ich sag mal, Entschuldigung, aber China-mäßig oder so, sondern wirklich absolute Handarbeit. Und wie wunderschön ist denn das? Herzlichen Dank, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal. Vielleicht schaust du es oder schaut ihr es. Also, ne? Es ist einfach wunderschön. Und warum habe ich dies jetzt hier mit dieser Wolle bestückt? Ja, das ist halt auch schon wieder die Planung für ein nächstes Projekt.
Mein Vorteil ist natürlich jetzt auch noch, wenn ich noch mit drei Feen arbeite, dann kann ich die nebeneinander stellen. Ne? Es ist einfach nur schön. Ja, und so habe ich natürlich auch dann noch ein wenig weiter gestrickt. Meine Socken. Mein neues Sockendesign. Darf ich hier noch mal kurz zeigen? Möchte ich hier noch einmal kurz zeigen? Denn auch über das Sockenprojekt findest du bereits Videos hier auf meinem Kanal. Ich meine, es ist ein fünfteiliges. Ich glaube ja. Du wirst es sehen. Ich verlinke es auch hier unten drunter. Und das ist halt mein neues Sockendesign. Ich packe das mal hier oben drauf. Die Sockenanleitung gibt es schriftlich. Wer also lieber nach einer schriftlichen Anleitung arbeiten möchte, findest du in meinem Etsy-Shop. Der ist auch unter den Videos verlinkt, unter diesem Video verlinkt. Ich habe sie hier mal offen. Sie heißt Gezackt, weil es sich hier eben diese Zacken rausbilden. Gestrickt aus Opal-Sockenwolle, herkömmliche, vierfädige. Ja, und wenn du darüber gerne mehr wissen möchtest, dann schau auch da gerne in die entsprechenden Videos rein. Da habe ich alles erzählt und ich habe wirklich von der Rüschenkante über das Bündchen, über das Schaftmuster, die Bumerangferse, wie es dann hier am Fuß weitergeht, weil oben drüber läuft ja das Muster und unten ist ja glatt rechts gestrickt und auch wie ich die Bandspitze gestrickt habe. Also das kannst du in den Videos gerne, gerne nachstricken. An dieser Stelle möchte ich mich, wo ich jetzt nochmal die zweite Socke auf das Sockenbrett draufziehe, möchte ich mich auch ganz herzlich nochmal bei meinen beiden Teststrickerinnen bedanken. Ja, ich habe jetzt tatsächlich für dieses Design, für diese Anleitung Teststrickerinnen gefunden. Es hat mich sehr gefreut und es hat mich auch besonders gefreut, dass das so wunderbar funktioniert hat. Kann man das überhaupt sehen? Ich hoffe, stellt das die Kamera alles so hin? Ich habe keine Ahnung, wie das hier mit diesen Lichtverhältnissen heute ist, ob euch das sehr blendet oder ob ihr das erkennen könnt. Ja, also, bisher war es so, dass ich aus meinem Bekanntenkreis eben mal gefragt habe, ne, als ich die Wall-Oase noch hatte, wer würde das denn wohl mal stricken? Und jetzt ist es also, bin ich einen Schritt, durfte ich weitergehen und habe tatsächlich zwei Damen gefunden, die das wunderbar gestrickt haben und mir ein wunderbares Feedback gegeben haben. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, ihr Lieben. Ne? Vielleicht kann ich ja demnächst nochmal anfragen, ob ihr Lust hättet. Und das ist ja immer eine ganz freiwillige Sache. Eine, finde ich, immer auch besondere Sache. Ich stricke ja nun auch noch immer gerne mal einen Teststrick. Dann bekommt man eben vorab diese Anleitung. Und das ist schon ein, finde ich, auch ein großer Vertrauensbeweis, dass der dann zurückgehalten wird, so lange, bis es veröffentlicht wird, dass man erst dann sein Gestricktes zeigt und vor allem, dass man diese Anleitung eben auch nicht weitergibt. Schon mal gar nicht vor einer Veröffentlichung und auch danach natürlich nicht mehr, weil Anleitungen unterliegen ja auch diesem Urheber, Copyright Recht und da braucht es schon ja,
so ein gewisses Feeling, sag ich mal so. Ne? Also, lieben Dank. Ich zeig's nochmal. Mein Socken gezackt, wie gesagt, schriftliche Anleitung im Etsy-Shop, Video-Tutorial hier auf meinem Kanal. Viel Spaß beim Stricken. Und natürlich kann man die auch abwandeln für andere Größen. Oder ich stricke nur das Muster im Schaft und fertige ein anderes Bündchen und den Fuß glatt rechts. Also da ist ja dann wieder viel möglich. Wobei ich weiß, dass es sehr viele dann eben doch gerne so fertigen, wie es eben geplant vorgegeben ist, wie auch immer. Ein kleines Phänomen für mich schon, also die Aufrufe zu Beginn und wo es dann eben weiterging und irgendwo nach hinten raus, ja, aber bitte lasst euch die Zeit. Ich habe es eingangs auch aus dem Grunde erwähnt, warum ich hin und wieder nicht so schnell bin. Entweder ist es nur mein Gedanke, dass ich nicht so schnell bin wie andere, die da jede Woche ein Video rausbringen, oder lassen wir es mal so stehen. Ich weiß aber eben tatsächlich auch, dass ja jede von uns hat ja seine Themen. Und gerade mit Handarbeiten dürfen wir es uns doch einrichten, wie wir möchten. Es zu stricken, wann oder zu häkeln, wann wir möchten. Oder eben der eine hat viele UFOs, der andere wenige. Einer strickt monogam, der andere hat 5 oder 10 oder meinetwegen 100 Teile begonnen. Warum es eben zu bewerten oder zu beurteilen? Es hat ja jeder. Und die das eben fertig stricken möchten, wunderschön, und die irgendwann merken, es ist nichts für mich, oder es nach einem Jahr fertigstellen oder es in die UFO-Kiste legen. Es ist ja alles in Ordnung, ne? Alles gut, wie es ist. Wichtig ist, dass es für jeden Einzelnen passt. Ja, und dann darf jeder so es ja machen, wie er möchte, dass wir mal aus diesen alten Stiefeln da irgendwo ein klein wenig rauskommen. Kann man diesen Gedankengängen jetzt wieder folgen? Ja, schauen wir mal. Ich habe noch ein bisschen gestrickt. Aber erst noch einmal ein wenig aus der Tasse. Ja, ich habe tatsächlich noch ein wenig gestrickt. Und zwar hin und wieder doch. Hin und wieder und immer öfter und immer. Eigentlich immer, aber in unregelmäßigen Abständen. Mal mehr, mal weniger, mal schneller, mal langsamer. Ihr wisst, was ich jetzt meine. Arbeite ich ja ehrenamtlich für die Babys bei uns im nahegelegenen Klinikum. Und da stricken wir die Babymützen. Und die habe ich jetzt in den letzten Wochen gestrickt und wollte die nochmal gerne in die Kamera halten. Auch darüber gibt es hier auf meinem Kanal 2 Videos. Und zwar einmal erzähle ich halt die Geschichte drumherum und auch wie ich die Mützen stricke. Also wir dürfen nur eine bestimmte Wolle nehmen, wir dürfen nur diese bestimmte Form stricken, wir dürfen sie in ein verschiedenen Größen stricken, aber auch das ist vorgegeben. Da hat halt jedes, ich sage jetzt mal pauschal, jedes Krankenhaus seine eigenen Vorgaben. Jedenfalls habe ich diese Vorgaben vom Krankenhaus als Wunsch und daran möchten wir uns halten. Daran halte ich mich sehr konsequent und auch jeder, der da irgendeiner Form mitmacht, ja bitte, weil wir möchten ja nicht am Bedarf vorbei produzieren. Das wäre ja kontraproduktiv und macht ja dann absolut keinen Sinn.
So, das habe ich also in einem Video gezeigt und im zweiten Video habe ich auch noch mal gezeigt, wie ich diese Mützen in der Zwei-Knoll-Methode stricke. Da kann man auch Socken mitstricken, da kann man im Grunde alles mitstricken. Ich habe es halt nur mal explizit hier für die Babymützen gezeigt. Also auch da kannst du, wenn du stricken magst, ne? Bisschen kann man dann variieren, ob ich hier oben eben das Einfarbige nehme oder hier meinen kleinen Rand einfarbig oder hier habe ich mal, doch habe ich den Rand auch so. Auch da war ich immer ziemlich identisch. Siehst du da oben auch und unten auch den kleinen blauen Rand. Ja, da war ich wohl so in einem. Hier habe ich noch mal in Rosa. Und ja, die Form wird eben gewünscht, weil die können schon die ganz kleinen aufsetzen und dann kann die Mütze halt mitwachsen. Na, ich war, je nachdem, wie groß Babykopf gerade ist oder auch noch die erste Zeit mitwachsen. Ja, ich mache das ja nun schon seit vielen Jahren und wie ich schon immer gerne mal zwischendurch erzählt habe, immer noch mit Begeisterung. Wie gesagt, so in meinem Tempo. Diese wandern jetzt erstmal wieder mit ins Kartönchen, bis es dann wieder auf Reisen dorthin geht. Denn ja, auch da gibt es Vorgaben für. Ich denke mal, so wie ich es mitbekommen habe von anderen Krankenhäusern und Aktionen und Initiativen und Vereinen, es gibt überall gewisse Vorgaben und gerade in diesem Bereich, wo es um gesundheitliche Themen geht, um die Allerkleinsten unter uns auf dieser Welt, sollte es doch verständlich sein, dass man sich da dann eben tatsächlich mal absolut an die Vorgaben hält. Wobei ich ja sonst schon diejenige bin, die gerne ein bisschen freier ist oder wird oder werden möchte, wie auch immer du das jetzt so einordnen magst. So, nun habe ich erstmal alles, was ich mir hier vorbereitet hatte, quasi abgearbeitet, euch dir gezeigt und sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast ein klein bisschen Spaß daran. Vielleicht findest du auch das eine oder andere, was dir so einen kleinen Anreiz gibt, die Nadeln oder die eine Nadel wieder in die Hand zu nehmen. Oder du bist sowieso beschäftigt und schaust es dir gerne einfach mal so an, weil du gerade jetzt auch die Nadeln in der Hand hast und hältst und bewegst und etwas Wunderschönes schaffst. Dieses kreative Schaffen aus dem Schöpfen, was wir eben vorrätig haben oder was wir uns gönnen, ist doch ein wunderschöner Prozess. Und in dem Sinne wünsche ich dir, mir, uns allen eine wunderschöne Zeit. Bleibt oder werdet kreativ, bleibt oder werdet gesund. Und wir sehen uns vielleicht und hoffentlich gerne demnächst mal wieder. Eins möchte ich noch kurz erwähnen. Also, ich habe alles selbst bezahlt und ne, das ist unbeauftragt und ne, fällt mir jetzt gerade ein, aber ich blende das dann da oben irgendwo wieder ein. Und was mir geschenkt wurde, habe ich explizit gesagt und herzlichen Dank dafür. Also, tschüss, ihr Lieben, bis bald mal. So hoffe ich. Tschüss.